Herzlich willkommen zu Fallout 3. Wir befinden uns immer noch in der Bibliothek von Arlington. Ich bin ins falsche Treppenhaus gelaufen, wie ich gerade merken musste. Und wir versuchen für Moira... ich glaube, hier musste das sein. Hier müsste es weiter nach oben gehen. Wir versuchen für Moira das gesamte Bibliotheksarchiv zu besorgen. Das ist das optionale Ziel der Ödland-Überlebens-Handbuch-Quest-Reihe. Und ja, eben der Quest mit der Bibliothek von Arlington. Jetzt muss ich mal gerade schauen, ob hier noch irgendwer ist. Ich habe übrigens wieder auf mein Rösti gewechselt, auf das coole Flammenschwert. Weil mir der Junkjet dann doch ein bisschen zu, zu wartungsintensiv war. Nee, ich musste halt dauernd wieder nachladen, dauernd wieder irgendwelchen Schrott finden. Und der ist außerdem so riesig, dass er irgendwie den halben Bildschirm einnimmt. Und da ist mir das Schwert dann doch lieber. Aber ist eigentlich eine coole Idee. Also diesen Junkjet finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache, dass man den halt mit dem ganzen Müll hier beladen kann. Und den Leuten halt alles Mögliche an den Kopf knallen kann. Vom Aschenbecher bis zum überfälligen Buch oder was weiß ich was. Hier Dosen und Briefbeschwerer und Pümpel. Genau, Pümpel. Da haben die Pümpel auch direkt mal eine richtig gute Verwendung gefunden. So, hier ist wahrscheinlich Nuka-Cola drin. Von wo bin ich jetzt gekommen? Ich bin schon wieder... Ich habe schon wieder den Überblick verloren. Ach so, einfach von hier drüben, ne? Von da. Genau, so, dann hier der erste Raum. Hallo! Warum ist hier ein Kreuz auf dem Boden? Passiert hier irgendwas, wenn ich da hintrete? Nee, hätte ja sein können. Da habe ich zu viel rein interpretiert. Oh, hier ist ein Terminal. Könnte vielleicht das Terminal sein, das wir suchen. Weiß ich aber nicht. Und, oh, da ist eine Mine. Da ist eine Mine. Die habe ich gesehen. Die leuchtet nämlich so schön. So, da ist was Rotes. Rote Dinge auf dem Radar. Aber was ist es? Radkakerlaken oder Raider oder sonst was? Hallo? Wo sind die Herrschaften? Ich habe die auch gerade noch gesehen. Achso, das ist Jerry. Aber hier ist jemand. Da ist noch ein Terminal. Der saß in einem Terminal. Das habe ich genau gesehen. Da ist noch ein Terminal. Das hier könnten die Terminals sein, die wir brauchen. Eventuell. Wobei ich ja... Ich bin ja ursprünglich davon ausgegangen, dass sich das Terminal, das wir brauchen... Was sind das hier für Terminals? Öffentliches Terminal. Ja, da könnte natürlich das Archiv drauf sein. Gucke ich gleich. Ich bin davon ausgegangen... Oh, war das... Hier ist eine Quantum, oder? Eine Quantum! Yeah, für unsere verrückte Nuka-Cola-Fangirl-Tussi. In irgendeinem Ort, von dem ich nicht mehr weiß, wie er hieß. Aber auf dem Weg zu der Vault, in der wir unseren Vater gefunden haben. Also ich weiß, wo es war, ich weiß noch nicht mehr, wie es hieß. So, die sammelt ja... Die wollte ja Quantum von uns. Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Hier ist ein Vorkriegsbuch. Ich schaue mir einfach das Terminal mal an. Leseprogramme, Kartenkatalog, Bibliotheksarchiv übertragen. Das ist es. Das ist es, was wir suchen. Ja, haben wir es tatsächlich schon gefunden. Informationen an lokales Gerät übertragen. Ja, genau. Optionales Ziel erfüllt. Das gesamte Bibliotheksarchiv beschaffen. Okay, das war ja jetzt nicht mehr... So schwer dann. Kartenkatalog, das war das, was wir schon im Eingangsbereich... Ja, das hatten wir dort schon runtergeladen. So, und was sind die Leseprogramme? Als Ergebnis einer großzügigen Spende der Arlington Dental Foundation wird es im Bildungsprogramm Arlington Least... Achso, das heißt so. Im Bildungsprogramm Arlington Least spannende neue Änderungen geben. Ab sofort gibt es folgende Änderungen von Lektüre, Bildung und Entwicklungssystem zum folgenden ganzheitlicheren und hygienischeren Programm Lektüre, Bildung und Zahnersatz. Also halten Sie Ihr Gehirn fit und Ihre Zähne sauber. Arlington liest. Okay. Holoband des Medienarchivs. Ah, okay, das ist das, was wir... für Moira brauchen, nehme ich an. Ja, cool. Haben wir das schon erledigt? Ich würde mich aber trotzdem selbstverständlich gerne weiter hier umschauen. Denn es gibt ja immer noch Bereiche,
die wir nicht gesehen haben hier in der Bibliothek. Wie zum Beispiel die Kinderabteilung, wo anfangs die Kollegen von der Bruderschaft abgebogen sind. Die sind dort hingelaufen. Weswegen ich eigentlich gedacht hätte, dass wir dort das finden, was wir suchen. Denn da schien es ja entsprechend noch irgendeine Art von... Ah, die moderne Zuhaltung. Ich glaube, das gibt mir Schlossknacken. Was ich also nicht mehr brauche, weil das, glaube ich, sowieso schon auf 100 ist bei mir. Aber müsste ich nochmal nachschauen. Das Jet wollte ich. So, der Rest kann erstmal hier bleiben. Warte, hier lag... Nee, hier lag doch nichts mehr. Das war nur... Das sah nur komisch aus. So. So, was kann... Oh, da ist ein Safe. Ein Safe, Durchschnitt. Und wahrscheinlich ist das das Terminal, das den Safe öffnet. Ha, normalerweise bin ich ja ein Freund davon, beides getrennt zu öffnen. Das heißt, mir sowohl die Erfahrungspunkte für das Öffnen des Safes, als auch die Erfahrungspunkte für das Hacken des Terminals zu holen. Aber in dem Fall würde ich wahrscheinlich eher das Terminal benutzen, um einfach meinen sehr, sehr schmalen Haarklammervorrat zu schützen und zu bewahren und nicht zu gefährden. Deswegen hacken wir lieber das Terminal. Oh, auf der Seite sind gar nicht so viele Worte, habe ich das Gefühl gerade. Ja, nehmen wir das doch mal. Und wir haben 1 von 8. Das ist ja super. So, gibt es auf der Seite überhaupt noch ein anderes Wort? Übersehe ich das nur? Oder, guck mal, hier ist was. Was können wir machen? Eine Bombe entfernen. Sehr schön. Haben wir noch sowas Lustiges? Also ein falsches Wort haben wir jetzt schon mal entfernt. Von der anderen Seite dann wahrscheinlich. Sehe ich hier noch irgendwie so einen lustigen Klammerausdruck gerade zufällig? Nee, ich glaube nicht. Also ich sehe zumindest gerade keinen. Dann schauen wir uns die Worte mal tatsächlich an. Ja, das war einfach. Cool. Kann ich jetzt den Safe öffnen? Das wäre toll. Sperre aufheben. Perfekt. So, was haben wir da? Okay. Munition, ein bisschen Vorkriegsgeld und eine Waffe. Das Übliche also, was die Leute halt so in ihren Safes haben. So, hier drüben war sonst, glaube ich, nichts mehr Interessantes. So, das war... Achso, das ist ja schon die hintere Ecke hier, genau. Die hinterste Ecke hier vorne war doch auch noch ein Terminal, hatte ich eben doch gesehen. Das war hier. Ach, das sind wieder Geschützturme. Ja, okay. Wobei mir das natürlich verrät, dass es hier irgendwo Geschütztürme noch geben sollte. Diese Information können wir ja mal im Hinterkopf behalten. Wohl wissend, dass wir gegen Geschütztürme nicht viel ausrichten können mit einem Schwert in der Hand. Auch das sollte man im Hinterkopf behalten, aber ansonsten alles gut. So, ich glaube, dann bleibt hier nur noch diese Tür. Ah, okay, und dann kommen wir schon wieder in die Kinderabteilung, wo ich ja sowieso hin wollte. Gut, das müsste der letzte Bereich der Bibliothek sein, den wir noch nicht gesehen haben. Also schauen wir uns den mal an. Hallo, da bin ich. Und hier ist weniger los, als ich dachte. Weil wir eben nicht in einem großen Saal stehen, sondern in einem kleinen Raum. Tja, schade. Okay, man hätte also tatsächlich sich auch durch diese Kinderbuchabteilung hier... Oh, Vorkriegsbücher. Mehrere sogar, direkt. Pistolen und Patronen. Ja. Genau richtig zugeordnet, würde ich sagen. Man hätte sich also durchaus auch mit den Bruderschaftstypen durch den Bereich hier durchkämpfen können und wäre dann hier oben rausgekommen, wo man sich hier nochmal richtig schön wieder auffrischen konnte. Ja, und dann durch die Tür, da wäre man halt auch direkt quasi da... Obwohl, gut, Denkfehler. Das hätte nicht funktioniert, weil man nicht von hier unten nach hier oben gekommen wäre. Wie ich gerade feststellen muss. Es gibt nämlich keinen Weg von unten nach oben. So wie es aussieht. Es gibt nur von hier oben nach da unten. Ja, den werden wir dann einfach mal nutzen. Zack. Hallo, da bin ich. Da ist ein Safe, den habe ich gesehen. Aber ich wurde auch gesehen von irgendwem, der auf mich schießt, den ich aber noch nicht sehe. Der wahrscheinlich noch eine Etage weiter unten ist, was ein bisschen blöd ist. Okay, das ist tatsächlich der Weg, den man gehen soll, scheinbar. Anders würde man an den Safe nämlich gar nicht rankommen. Denn auch hier wieder keine Möglichkeit, von da unten nach hier oben zu kommen. Sondern der einzige Weg führt von oben nach unten.
So, und hier werde ich tatsächlich wieder ran müssen. Ah, 60%. Nehme ich die 60% oder riskiere ich es selber? Ich teste mal an. Oh, das ist. Ah, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ah, ein noch viel schlechteres Gefühl. Die Haarklammer ist so gut wie tot. Die Haarklammer ist tot. Ah, mir ist schlecht. Na toll. Ah, aber 98 Kronkorken. Das doch mal. Hä? Ist das gerade wieder aufgetaucht hier? Okay. Ein paar coole Sachen drin. Hallo? Ist mein Jerry noch da oben oder was? Oder wer schießt hier? Was los? So, dann nach unten. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ihr seid nicht mehr da. Okay, scheinbar hat er sie gerade erschossen. Oder? Hallo? Da hinten. Ah! Verwechselt mich nicht! Ihr Bruderschaftsmenschen! Da ist ein Bruderschaftler. Und hier ist ein Raider. Was? Oh, das war. Oh! Entschuldigung! Entschuldigung! Hat niemand gesehen? Niemand hat den Text oben in der Ecke gelesen. Niemand hat das gemerkt. Ich war das nicht. Ich war das nicht. So, wir gucken uns hier auch nochmal schnell um. Obwohl es hier eigentlich nichts mehr gibt, was wir tatsächlich suchen würden. Obwohl, das wissen wir nicht, bis wir es nicht gefunden haben. Vielleicht gibt es hier doch noch irgendwas Cooles. Und wir wissen nur noch nicht, dass wir es gesucht haben. So, aber wenn das kein Bruderschaftstyp war, wo sind dann die Bruderschaftler hin? Ach, guck mal, hier eine schöne kleine Snack-Ecke. Ach, guck mal. Mantets sind hier neben den Kartoffelchips und so in der Snack-Ecke verfügbar. Hat auch nicht jede Bibliothek. Ah, okay, hier sind die Bruderschaftskollegen. Die haben hier scheinbar schon ein bisschen gewütet. Hallo? Ein Schulungsraum, wie es aussieht. Naja, das Clipboard wollte ich genau nicht eigentlich. Ich wollte eigentlich nur das andere Zeug. So, interessante Schulung. Hier liegt einer der Teilnehmer. Da liegt auch noch mal einer. Ach, guck mal, eine Minigun. Schön, was hier so alles auf dem Boden liegt. So, ah, das könnte der Bereich sein, der angrenzt, wo wir ursprünglich waren. Was ist das? Ach so, das ist tatsächlich hier eine Kindertagesstätte quasi. Nuka-Cola Truck. Ja, das scheint hier ein Raum zu sein, wo man seine Kinder abladen konnte. Verschlossen leicht. 85%. Ich riskiere es mal. Ja. Sehr schön. Kronkorken und Psycho. In der Kindertagesecke hier. Der Kinderbeaufsichtigungs-Belustigungsrunde. Oh nein, ist das. Das ist ein Kind, oder? Ja, das ist ein Kind. Das finde ich, sowas finde ich dann doch, das ist hart, irgendwie. Spielzeugkasten. Noch mehr Psycho? Nein. Kein Psycho im Spielzeugkasten. Ah, oh, diese Kinder wurden nie wieder abgeholt. Ach, nee. Ach, das erinnert mich an die ersten Minuten des Spiels. So, das könnte. Ja, genau, Foyer. Das ist der Bereich, wo wir ursprünglich waren, wo wir hergekommen. Okay, nur einer von euch ist Jericho. Ich glaube, der Dunklere. Also, einer von denen hat sogar überlebt hier. Wo kam der jetzt her? Ich hab doch gerade schon da geguckt. Hier gibt es für Außenstehende nichts zu sehen. Na, dann ist ja gut. Dann brauche ich dir auch nicht zu helfen. Da ist noch einer. Okay, es haben noch mehrere überlebt. Da hinten lag aber einer. Einer war doch hier. Doch, hier ist ein Toter. Es waren doch nur zwei, die hier reingegangen sind, oder? Ich habe schon wieder keine Geben mehr. Hier gibt's für So, was Außenstehende willst du? nichts zu sehen. Der sagt auch, es gibt hier nichts zu sehen. Aber was machen die denn hier? Das wollte ich eigentlich noch rausfinden. Was machen die Bruderschaftstypen hier? Wollten die nur die Raider angreifen? Ist das das, was die Bruderschaft halt normalerweise so macht? Nee, stimmt, die machen doch auch, die suchen doch auch irgendwie Informationen, ne? Und alte Technologie oder sowas? Stimmt, die suchen irgendwie sowas. Notenheft? Wert 100. Och. Och. Ja, gib mal her. Nehme ich. So,
So, dieses Terminal da, dem sollte ich in höchstem Maße misstrauen. Diesem Terminal. Das tue ich auch. Aber deshalb kann ich trotzdem an die Munitionskiste gehen. So. Nee! Oh. Ha! Mich hast trotzdem erwischt, das Drecksdingen. Okay. Gut, jetzt brauche ich mir eigentlich nur noch den Gang hier anzuschauen. Dann bin ich eigentlich mit der Bibliothek auch durch, würde ich sagen. Dann habe ich zumindest alles gesehen. Dann, was? Oh mein Gott. Was war das? Was war das? Alter. Könnt ihr doch nicht machen. Was hier gerade passiert? Ist hier gerade das Rohr runtergekommen oder was? Boah. Schreck, lass nach. Was ist das da? Lass mich mal durch. Ach so, habe ich hier irgendwas ausgelöst? Ah, hier war ein Stolperdraht, ja, tatsächlich. Aber was ist dann passiert? Da war ein Stolperdraht, aber was genau ist dann passiert? Ich weiß es nicht, aber es hat mich erschreckt. Munition, sehr leicht. Sehr leicht finde ich gut. Sehr leicht bedeutet 100% und das finde ich sehr gut. Zack, meins. Oh Mann, okay. So, das hier war das, glaube ich, oder? Was ist das? Ich weiß nicht, was es ist. Das könnte irgendwas gewesen sein. Aber ich weiß nicht, was. Ist das hier gerade in die Luft geflogen? Nein. Sonst sähe das auch so aus, als wäre es in die Luft geflogen. So, sonst noch irgendjemand irgendwo? Sonst noch irgendwelche Fallen, Minen, Ballwurfmaschinen oder ähnliches am Start? Sieht nicht so aus. Dann weiter im Text. Ja, also die Bruderschaft sind wahrscheinlich auch nur hier die Bruderschaftstypen, um irgendwelche Informationen zu sammeln. Gut, da sind Bibliotheken natürlich ein guter Anlaufpunkt, würde ich sagen. Okay, hier kamen wir her. Hier sind wir irgendwo, genau, hier sind wir durch die Decke gefallen. Das heißt, wir haben tatsächlich jetzt so ziemlich alles gesehen. Von dieser Bibliothek in Arlington. So, dann packe ich die Waffe mal weg und dann können wir uns eigentlich auf dem Rückweg machen. Und, ja, zu Moira reisen. Und ihr das Zeug bringen, das wir hier rausgeholt haben. Ha! Huh. Das ging jetzt doch schneller, als ich gedacht hätte, dass wir dann doch alles zusammen haben. So, aber ich könnte ja nochmal mit der Gelehrten da vorne sprechen. Vielleicht verrät die mir ja doch noch irgendwas, jetzt wo ich sowieso schon alles gesehen habe hier. Vielleicht verrät sie mir ja nochmal, was die hier wollten eigentlich. Hallo, Lady. Ich habe keine Zeit für Sie, Ödländer. Gehen Sie. Ja, ich sehe, du bist sehr, sehr schwer beschäftigt. Ganz offensichtlich. Okay, gut, dann, ja, müssen wir wohl von dannen ziehen. Ich komme dann wie immer später nochmal zurück, um hier alles rauszuholen, was sich mitzunehmen lohnt. Was wollte ich? Ich suche die Karte. Ich suche die Karte. Da ist die Karte. So, ich komme also nochmal wieder, um hier alles zu looten. Aber wir reisen jetzt erst nochmal schnell gemeinsam zurück nach Megaton und überbringen Moira ihr Zeug und holen uns die Questbelohnung ab. Praktischerweise ist ja auch gerade Tag, das heißt, es müsste auch hoffentlich noch offen sein. Können wir uns nicht ein bisschen beeilen? Sprinten gab es hier noch nicht, ne? Oh, jetzt macht die bestimmt gerade... Das sieht so aus, als würde es gerade schon dämmern. Die macht bestimmt innerhalb der nächsten paar Minuten zu ihren Laden. Moment, wo war das? Hier war es nicht. Das ist die Wasseraufbereitungsanlage. Nee, da unten müsste das sein eigentlich, oder? Ist das hier der Laden schon? Ja. Hallo Moira! Ich bringe dir Dinge. Wer ist das da nochmal? Wer bist du nochmal? Ist das der... Ach, Billy Creel. Okay, der hängt hier häufiger rum, glaube ich. So, Moira. Dort? Gibt es dort Bücher? Kann ich mir welche ausleihen? Ja, die meisten sind verbrannt oder kaputt oder irgendwie beschädigt, aber geh ruhig hin.
Sprache 84%. Ich bin zur Bibliothek gegangen, aber das Gebäude war zerstört. Warum sollte ich ihr das sagen? Was habe ich davon? Ist eigentlich total egal, oder? Die Bibliothek steht noch und ich habe die Archive gleich hier. Ist es das wirklich wert, mein Leben für ein paar Bücher zu riskieren? Was ist, wenn das Gebäude zerstört wurde und ich nicht mal Trümmer finden kann? Okay, ich weiß nicht, was ich davon habe, so drumherum zu reden. Deswegen würde ich sagen, gebe ich ihr einfach die Sachen, die wir gefunden haben. Tatsächlich? Eine ganze Bibliothek voller Daten? Dort an Ort und Stelle? Das sind großartige Neuigkeiten. Und was genau haben Sie gefunden? Erzählen Sie es mir. Das gebe ich dir doch gerade, oder? Das Archiv war wahrscheinlich die nützliche Info da drin. Intelligenz, das ist ein komplettes Bibliotheksarchiv. Wie kostbar es ist, wissen Sie, oder? Der Bibliothekar hatte Dienst. Hab nicht mit, weil ich die Karte vergessen... Was? Der Bibliothekar hat Dienst? Hab nichts mit, weil ich die Karte vergessen habe? Was? Ich vermute, dass Sie und ich die einzigen Menschen sind, die den Wert der Archive wirklich zu schätzen wissen. Ach du meine Güte, wenn ich hiermit fertig bin, muss ich alle Informationen kopieren. Das könnte eine Weile dauern. Ach ja, hier haben Sie noch mein Buch und ein paar Kronkorken für Ihre Forschungsarbeit. Als Bezahlung für die überfälligen Bücher der ganzen Welt. Oh, okay. Lügen wie im Kongress hinzugefügt. Und Kronkorken jede Menge. Ja, Schätzchen, schön, dass du mir zeigen konntest, wie sehr du die Archive der Bibliothek wertschätzt. So, haben wir jetzt? Ja, doch, wir haben noch was. Ja, es geht vor allem um Rivet City. Das ist die erfolgreichste aller Siedlungen der Überlebenden. Aber keiner weiß genaueres über ihre Anfänge. Natürlich, deswegen ist es ja so wichtig zu wissen, wie so ein Ort Erfolg haben konnte. Gehen Sie also hin und forschen Sie ein bisschen nach. Okay, da soll ich nochmal mit den Leuten von Rivet City reden. Das Gute daran ist, dass wir ja sowieso nochmal nach Rivet City müssen, um uns mit unserem Vater zu treffen. Also für die Hauptstory, die geht in Rivet City weiter. Von daher lässt sich das mal wieder schön in einem erledigen. Das gefällt mir ganz gut. Sie meinen... Abgesehen davon, dass wir vermeiden können, unsere tragischen Fehler in einer endlosen Kette aus menschlichem Leid zu wiederholen, wie wäre es mit einem großen Stapel Mantids? Neulich kam eine Lieferung. Leisten Sie gute Arbeit, werden auch die Leute von River City Sie belohnen. Ist das so? Na dann. Ich kann's kaum erwarten zu hören, was Sie da unten alles so rausfinden. Und schauen Sie sich gut um, um sich ein reales Bild zu machen. Eigentlich weiß ich doch schon einiges über Rivet City, beziehungsweise ich habe doch schon mit den Gründern gesprochen sogar. Von denen gar nicht mehr so viele übrig sind, denn der... Obwohl, habe ich den überhaupt getötet? Der da im Schiffsrumpf gehockt hat? Wie hieß der denn nochmal? Pinkerton oder so? Das war doch ein Gründungsmitglied, der den Androiden operiert hat. Dann der Android, der da irgendwie zum Führungsstab, zur Garde, zur Security gehörte. Den gibt es aber auch nicht mehr. Der wurde ja von dem Zimmer wieder mitgenommen. Von dem Doktor. Und dann sind da, glaube ich, noch ja die Ärztin, mit der ich ja sowieso zu tun hatte. Oder habe oder wieder haben werde. Oder keine Ahnung, bei der wahrscheinlich mein Vater hockt. Ja, okay. Wahrscheinlich werde ich mit den Leuten reden müssen. Gut. Obwohl, habe ich das nicht schon vielleicht gemacht? Ist es Ihnen gelungen, herauszufinden, wie es mit Rivet City angefangen hat? Ja, das wusste ich schon, dachte ich eigentlich. Rivet City ist eigentlich der Rest einer uralten Unterwasserzivilisation. Klar. Ich kriege aus den Leuten hier einfach keine klare Antwort raus. Geschichte ist was für Loser, ich mache das später. Mist, eins davon muss ich jetzt sagen. Ich will aber eigentlich nicht... Nee, okay, ich mach das später. Es ist eher so, Verlierer werden zur Geschichte. Gehen Sie sofort zurück und reden Sie mit den Leuten. Finden Sie etwas heraus, damit andere aus Ihren Erfolgen etwas lernen können. Was denn das für ein Befehlston hier? Gehen Sie sofort zurück. Du kannst mich mal, Schlampe. Mein Gott. Ich muss los. Weiter so. Ihre Feldforschung ist großartig. Super Assistent. Ja, nee, ist klar. Okay, gut. Schauen wir nochmal ganz kurz in die Aufgabe, was genau da die Aufgabe ist. Okay, die Geschichte von Rivet City erfahren.
Heißt wahrscheinlich einfach hingehen und mit so vielen Leuten wie möglich sprechen. Gut, wie gesagt, wir müssen sowieso wieder hin zum Forschungslabor von Rivet City gehen. Ist nämlich die nächste Aufgabe in der Hauptquestreihe. Und ja, ich würde sagen, das könnten wir auch fast schon in Angriff nehmen. Mangels anderer Aufgaben, die besonders dringend wären. Aber egal, was wir tun es erst in der nächsten Folge. Von daher bedanke ich mich für heute fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann wieder mit dabei seid, wenn wir hier fortfahren mit unseren Abenteuern. Und sage mal tschüss, macht's gut und bis dann.